Gothams gesetzesbrechende Taxifahrer, das realitätsferne Layout des Overlook und Alicia Silverstones urkomische Aussprachefehler. Seht euch einige der besten Filmfehler an, die es in den endgültigen Schnitt geschafft haben. Ein guter Soldat kämpft sich durch Gefahren und Verletzungen und ein guter Schauspieler offenbar auch. Ihr habt wahrscheinlich schon von einer Reihe von Schauspielern gehört, die ihre Stunts selbst machen. Aber George MacKay hätte nie erwartet, dass eine bestimmte Szene aus dem Kriegsfilm 1917 von 2019 ihn auf die Liste bringen würde. Während der zermürbende Sprint seiner Figur am Ende des Films zweifelsohne ein beeindruckender Höhepunkt seiner Mission war, sollte der Schauspieler keine Treffer einstecken, während er über das Schlachtfeld rannte. Er hatte die Proben für die Szene unbeschadet überstanden. Aber bei einer so komplexen Szene gibt es keine Garantie für das Timing. Am eigentlichen Drehtag, so erzählte MacKay Jimmy Fallon, musste er mehrere Stöße von einer Reihe entgegenkommender Soldaten einstecken, obwohl er die Szene nie so geprobt hatte. Yeah, that's a mistake that made it in. That wasn't meant to happen. Doch ein Schauspieler macht so lange weiter, bis der Regisseur zum Cut fordert. Und bei einem so wichtigen Moment im Film wusste er, dass er nicht selbst das Handtuch werfen konnte. Also machte er weiter und Regisseur Sam Mendes brach die Aufnahme nicht ab. Ihm muss klar gewesen sein, dass trotz der Abweichung von der Probe etwas noch viel Besseres passieren würde. Die Aufnahme, die nie hätte stattfinden sollen, wurde zu einem der größten Triumphe von MacKays Leistung. Während der Dreharbeiten zu Die Braut des Prinzen überredete Cary Elwes Christopher Guest, ihn in einer Szene mit dem Knauf seines Schwertes auf den Kopf zu schlagen. I swear it will be done. Diese Aktion war geplant, doch das Problem bestand darin, dass sie offenbar kein Gummischwert hatten, um die Szene ungefährlich zu drehen. Elwes war der Meinung, dass es schon gut gehen würde, wenn sie einfach ein echtes Schwert benutzen würden. Natürlich erwartete er, dass sein Co-Star ihm einen sanften Schlag verpassen würde. Sicherlich nicht so hart, dass man lieber einen Stuntman einspringen lassen würde. Doch Guest kannte offenbar seine eigene Stärke nicht. Es ist Teil der Geschichte, dass Elwes Figur Wesley K.O. schlagen wird. Man hätte also nie erfahren, dass der Schauspieler wirklich bewusstlos geschlagen wurde, hätte Elwes nicht ein Interview mit Sundance TV gegeben, in dem er den Vorfall beschrieb. Er sagte, das Nächste, was er wisse, sei, dass er im Krankenhaus aufgewacht sei. Der Schlag führte zu einer wortwörtlichen Slapstick-Komödie, die es in den Film schaffte und dessen Markenzeichen die Verrücktheit unglaublich gut zur Geltung brachte. Jeder Beruf birgt seine Gefahren. Wenn man in einer Küche arbeitet, besteht die Gefahr, dass man auf verschüttetem Öl ausrutscht oder sich an heißem Speiseöl verbrennt. Wenn man im Büro arbeitet, kann man ein Karpaltunnelsyndrom bekommen. Und wenn man wie Channing Tatum den olympischen Ringer Mark Schulz in Bennett Millers Film Foxcatcher von 2014 spielt, kann man sich die Hand brechen, das Trommelfell platzen lassen oder sich den Kopf aufschneiden. All diese Verletzungen hat sich Channing Tatum bei den Dreharbeiten zu Foxcatcher zugezogen. Er brach sich die Hand, als er für die Rolle trainierte, doch die beiden anderen Missgeschicke kann man während der Dreharbeiten sehen. Als Mark Ruffalos Figur sich mit Tatum anlegt und ihn am Ohr erwischt, sieht man Tatum zusammenzucken. Sein Trommelfell ist in diesem Moment tatsächlich geplatzt. Und als Tatum mit dem Kopf gegen einen Spiegel schlägt, ist die Schnittwunde an seinem Kopf, die man im Film sieht, echt. Der Schauspieler ist in diesem Moment ein wenig zu hart vorgegangen und hat tatsächlich die Wand hinter dem Glas durchbrochen. Wenn man also die Intensität der körperlichen Reaktionen von Channing Tatum in Foxcatcher sieht, dann sieht man oft etwas allzu Reales. Sein vielleicht aussagekräftigster Satz aus einem Variety-Interview zu diesem Thema? Trommelfälle heilen, also geht es mir gut. Manchmal macht man absichtlich einen Fehler und manchmal aber auch nicht. Solch ein Fehler in Der Marsianer ist ein weiterer Fall, in dem ein Teil der Handlung zwar im Drehbuch stand, aber durch ein Missgeschick auf die nächste Ebene gehoben wurde. Regie bei Der Marsianer führte Ridley Scott, eine Sci-Fi-Legende, die offenbar dafür bekannt ist, Szenen in nur wenigen Takes fertigzustellen. Dies steht im Gegensatz zu den Dutzenden von Versuchen, die andere Regisseure oft unternehmen, um die Dinge richtig hinzubekommen. Man sagt, seine Filme seien voller Bananenschalen. Denn wenn jemand aus Versehen ausrutscht und es vermasselt oder es einfach frisst, wie Donald Glover es ausdrückt, dann macht die Ungeschicklichkeit das Ganze nur noch realer. Scott bevorzugt dieses menschliche Element, sodass er sich nicht die Mühe macht, die Szene noch einmal zu drehen, nur weil jemand gestolpert ist und man sieht solche ungeschriebenen Fehler oft in seinen Filmen. In diesem speziellen Fall rutscht der nervöse Glover aus und fällt auf einen verschütteten Kaffee, den er zuvor selbst in einen Papierkorb gespuckt hatte. Er steht auf, sagt, dass es ihm gut gehe und bleibt in seiner Rolle, um die Szene zu beenden. Das Ausspucken war im Drehbuch vorgesehen, das Ausrutschen jedoch nicht. Und so war Glover ziemlich überrascht, als Ridley Scott nach der Szene nur noch sagte, das war großartig.
Schauspieler wie Channing Tatum und Donald Glover mussten wegen ihrer Verletzungen und Ausrutscher nicht ins Krankenhaus, aber einige Darsteller hatten nicht so viel Glück. Brad Pitts Rolle in David Finchers 7 musste wegen seiner Armverletzung, die er sich bei einer Verfolgungsjagd zuzog, sogar geändert werden. Nach einem Sturz von einer Feuerleiter, der im Drehbuch vorgesehen war, stieß er seinen Arm versehentlich durch eine Windschutzscheibe. Der Star musste wegen dieser Verletzung sogar operiert werden. Von diesem Zeitpunkt an trägt Pitts Figur immer einen Gips, was Fincher dazu veranlasste, viele andere Szenen im Film zu ändern, um der Verletzung entgegenzuwirken. Dabei handelte es sich nicht nur um die Szenen, die in der Chronologie des Films nach der Verfolgungsjagd kamen. Schließlich werden in Filmen die Szenen nicht immer in der gleichen Reihenfolge gedreht, wie sie in der Geschichte vorkommen. Es gab also viele Szenen vor der Verfolgungsjagd, die noch nicht gedreht worden waren, und Fincher musste Pitts Arm in diesen Momenten verstecken, um die Verletzung zu verschleiern, da sie in der Welt der Geschichte noch nicht passiert war. Nur weil etwas beim Film nicht im Drehbuch steht, heißt das nicht, dass es ein Fehler ist. Einige Regisseure sind ziemlich streng, was die Improvisation angeht, während andere sie fördern. Auf Seiten der Schauspieler funktionieren einige improvisierte Momente viel besser als andere, aber selbst die, die nicht gut ankommen, sind in der Regel bewusste schauspielerische Entscheidungen, keine Unfälle. Im Fall dieser Szene aus Captain America: The First Avenger könnte man sagen, dass es sich um eine Improvisation handelte, und das würde zum Teil auch stimmen. Aber es ist definitiv ein Fehler, wenn man Hayley Atwell erzählen hört. In einer Szene, die Vanity Fair als ihre Lieblingsszene in Captain America beschrieb, sieht Atwells Peggy Carter Chris Evans mit Supersoldatenserum durchtränktem Steve Rogers zum ersten Mal mit freiem Oberkörper. Sie streckt ehrfürchtig die Hand aus und berührt scheinbar unwillkürlich seine Brust. Aber nicht nur Peggy sieht Steve zum ersten Mal ohne Hemd, sondern auch Atwell sieht Evans zum ersten Mal ohne Hemd. Die Schauspielerin sagte, dass sie sich genötigt fühlte, Chris Evans' Brust zu berühren, und der Regisseur fand das offenbar so authentisch, dass man es im Film sehen kann. Ihrer Aussage nach war es weniger eine Entscheidung für die Rolle als vielmehr ein Zwang in dem Moment, in dem sie es selbst tat, praktisch ein Unfall. Aber es war ein glücklicher Zufall. Atwell ihrerseits behauptete, es sei der Höhepunkt ihres Lebens gewesen. Wenn man der Meinung ist, dass, wenn man im Hintergrund eines Films steht, die ganze Action verpasst, ist das nicht unbedingt der Fall. Manchmal bekommt man sogar mehr Action, als man eigentlich wollte, und das ist nicht immer eine angenehme Erfahrung, die einem zum Star macht. Doch auf die Adleraugen der Filmfans auf Reddit ist Verlass, wenn es darum geht, dir die Anerkennung zu geben, die du verdienst, wenn man einen Schlag im Hintergrund wie ein Champion einsteckt. Wer blinzelt, verpasst es. Aber als Tom Cruise in einer Szene in Last Samurai von seinem Pferd absteigt, tritt das Pferd einem Statisten in den Schritt. An seiner Reaktion erkennt man, dass es sich nicht um einen Stunt handelte. Wenn man es aber einmal gesehen hatte, war es umso beeindruckender, dass der Statist stehen blieb und, obwohl er ein wenig strauchelte, den Tritt wie ein echter Krieger wegsteckte. Am beunruhigendsten ist, dass niemand um ihn herum zusammenzuzucken oder sich zu vergewissern schien, dass es ihm gut ging. Wenn man dem Besten glauben will, könnte man das Ausbleiben einer Reaktion als Beweis für den Stoizismus der Soldaten deuten. So oder so, der verletzte Soldat ist ein wahrer Champion. Stellt euch vor, eure erste Brustenthaarung und eure erste Hauptrolle in einem Film fielen zusammen. Das klingt nach einer Menge Druck und danach, dass die Dinge möglicherweise wirklich schlecht laufen könnten. Genau das ist Steve Carell passiert. Seine Figur in Jungfrau 40 männlich sucht, Andy versucht zum ersten Mal in die Welt des Datings einzusteigen, um, wie der Titel des Films schon sagt, seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Er erhält eine Menge Ratschläge von einigen ziemlich fragwürdigen, aber wohlmeinenden Quellen, was schließlich dazu führt, dass er einen Termin für eine Enthaarung bucht. Oh, that sounds like it would be nice. Normalerweise würde eine solche Szene mit Make-up und Spezialeffekten gemacht werden, aber Carell dachte, es wäre besser, wenn das Waxing echt wäre. Er nahm an, dass es nicht so sehr wehtun würde. In der Szene selbst merkt man aber, wie geschockt er über seine Fehleinschätzung ist. Der Schmerz ist echt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Schauspielerin, die seinen Waxer spielte, über ihre Erfahrung mit der Prozedur log und offenbar einen wichtigen Schritt zum Schutz ausließ, nämlich das Auftragen von Vaseline auf seine Brustwarzen. Armer Steve. Der Meister der physischen Komödie ist dieses Mal wirklich an seine Grenzen gegangen, und zum Glück war es nicht völlig peinlich. Vielmehr ist es eine urkomische und denkwürdige Szene, ohne die der Film nicht derselbe wäre. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Tony Stark in vielen Szenen der MCU-Filme irgendeinen Snack mampft? Es ist leicht zu glauben, dass das einfach zu seinem Charakter gehört. Er ist auch sonst sehr eigenwillig und macht immer, was er will. Warum also sollte ihn das Ende der Welt vom Naschen abhalten? Nun, anscheinend war diese Angewohnheit anfangs nie Teil von Starks Charakter.
Robert Downey Jr. versteckte einfach überall am Set Snacks und begann während der Dreharbeiten wahllos zu naschen, ohne jemandem Bescheid zu sagen, dass er das tun würde. Niemand konnte etwas dagegen tun, da man nie wusste, wann es passieren würde. Also machte die Produktion das ständige Essen und Trinken einfach zu einem komödiantischen Teil des unbekümmerten Charakters von Iron Man. Und ehrlich gesagt, passt das ganz gut. Ist es ein Fehler? Für einen kleineren Schauspieler wäre es das gewesen, denn er wäre wahrscheinlich gefeuert oder zumindest schwer getadelt worden. Doch Robert Downey Jr. hat aus seiner Nascherei eine regelrechte Mahlzeit gemacht. Eine Reihe von Fehlern in Titanic entpuppte sich als wahrer Segen. Ob ihr es glaubt oder nicht, Jacks inzwischen berühmter Ausruf an der Spitze des Schiffes stand ursprünglich nicht im Drehbuch. Tatsächlich hatten er und Regisseur James Cameron an seiner Stelle eine Reihe anderer Zeilen ausprobiert, die aber alle nicht funktionierten. Die Zeit wurde knapp und die Produktion verlor an Zeit. Schließlich, nach einer Reihe von Fehlersätzen, sagte der verzweifelte Cameron zu DiCaprio, er solle einfach "Ich bin der König der Welt" sagen. Und offenbar wollte DiCaprio zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht, denn er reagierte auf Camerons Anweisung mit einem unbeeindruckten "Was?" und wiederholte die Frage, als Cameron seine Anweisungen wiederholte. Auf den zweiten Einwand antwortete Cameron einfach mit Zitat: "Sag es einfach verdammt nochmal." Wir sind unendlich dankbar dafür, dass sich die vorherigen Versuche, ein Drehbuch zu schreiben, als Fehler herausstellten. Fehler, die in ihrem Verlauf Platz für eine der berühmtesten Zeilen in einem der meist verehrten Filme des Kinos machten. Wir wüssten allerdings gerne, was einige dieser misslungenen Zeilen waren. Wenn die futuristischen Fledermausfahrzeuge in der The Dark Knight Trilogie die Leinwand beherrschen, achten die meisten Menschen nicht auf andere Dinge. Aber wenn man sich den Verkehr im Hintergrund anschaut, gibt es eine ganze Reihe von Szenen, in denen sich die Bürger von Gotham nicht an die Verkehrsregeln zu halten scheinen. Diese Szenen treten in der Regel in schnell geschnittenen Verfolgungsjagden auf, sodass Fehler leicht zu übersehen sind, und wenn wir ehrlich sind, ist es ein wenig kleinlich, darauf hinzuweisen, selbst wenn man sie sieht. Dennoch ignorieren die anderen Autofahrer, die unterwegs sind, wenn der maskierte Held mit seinem Batpod hinter dem Joker herfährt, eklatant die Straßenbeleuchtung. Natürlich sind die Taxifahrer, die fast mit dem Batpod zusammenstoßen und hupen, wenn er durch sie hindurchfährt, höchstwahrscheinlich Stuntfahrer, wenn man bedenkt, wie nahe sie an einen Zusammenstoß mit ihm herankommen. Ganz zu schweigen davon, dass diese beinahe Zusammenstöße die Gefährlichkeit der Verfolgungsjagd sehr gut unterstreichen. Aber wenn man genau hinsieht, sind die Lichter nach links und rechts, wo die Fahrzeuge herkommen, rot. Diese Zusammenstöße hätten nie passieren dürfen. Man könnte pingelig sein und sagen, dass dadurch der Realismus verloren geht, doch wir sind da anderer Meinung. Die ganze Trilogie von Nolan geht davon aus, dass Gotham eine Stadt der Ausschweifung, des Chaos und des moralischen Bankrotts ist. Oft wird explizit darüber diskutiert, ob sie gerettet werden kann. Wir stellen uns das natürlich in epischen Filmformaten vor. Soziopathen im großen Stil wie der Joker, korrupte Beamte auf höchster Ebene und himmelhohe Kriminalitätsraten. Aber wenn Gotham wirklich eine gesetzlose Stadt ist, würde sich das dann nicht auch auf alle anderen Lebensbereiche auswirken? Wenn sich die Menschen bei Betrug, Mord und Habgier nicht an das Gesetz halten, warum sollten sie es dann im Straßenverkehr tun? Viele Verletzungen sind das Ergebnis von talentierten, engagierten Schauspielern, die in ihren Drehbuchszenen etwas zu weit gehen. Es spricht für ihre schauspielerische Leistung, dass sie bereit sind, Körperverletzungen zu riskieren, um eine Szene voll und ganz auszuleben. Aber wir hoffen, dass es nicht zur Tradition wird, dass sie genäht werden müssen. In Nightcrawler spielt Jake Gyllenhaal einen freiberuflichen Fotojournalisten namens Lou, der in das konkurrierende Geschäft der Berichterstattung über gewalttätige Vorfälle wie Unfälle und Verbrechen einsteigt und das Bildmaterial an Nachrichtensender verkauft. Natürlich entwickelt er eine beunruhigende Besessenheit von seiner Arbeit und greift zu immer fragwürdigeren Mitteln, um vor seinen Konkurrenten an das interessanteste Bildmaterial zu gelangen. Das geht so weit, dass er sich an Tatorten zu schaffen macht und Polizei, Journalisten und Kriminelle manipuliert. Es versteht sich von selbst, dass der Kerl ziemlich brutal ist. An einer Stelle schlägt er auf einen Spiegel ein, was Teil des Drehbuchs war. Dass Jake Gyllenhaal danach an der Hand genäht werden muss, gehörte allerdings nicht dazu. Trotzdem passt das unglaublich gut zu einem zwielichtigen Charakter, der alles tut, um zu bekommen, was er will. Vielleicht hat man euch als Kind erzählt, dass Zucker eure Zähne ausfallen lässt, aber für einen jungen Statisten in Willy Wonka und die Schokoladenfabrik wurde diese Bedrohung auf unerwartete Weise nur allzu real. Als der Süßwarenmagnat Willy Wonka seine Verlosung des goldenen Gutscheins ankündigt, geraten die Menschen überall in den Süßwarenläden in Panik, weil sie hoffen, einen Gutschein zu ergattern. In einer Szene drängt sich eine Schar von Kindern vor dem Tresen eines Süßwarenladens. Der Besitzer singt die berühmt gewordene Melodie von The Candyman und bittet die Kinder hinter dem Tresen freundlich, sich ihre Leckereien auszusuchen.
Aber wenn man genau hinsieht, schlägt er einem kleinen Mädchen fast die Zähne aus. Über diesen Moment wurde in Interviews nicht gesprochen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil der Film dem Internetdiskurs über solche Themen weit vorausging. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass die Szene auf diese Weise gedreht oder inszeniert wurde. In dem Clip ist zu sehen, dass das kleine Mädchen tatsächlich von dem klappbaren Tresen erschlagen wird. Man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass sie das nicht geplant haben und dann ein 6-jähriges Stuntmädchen an den Drehort bringen, damit sie einen Schlag ins Gesicht bekommt. Was diesen Streich aber so perfekt macht, ist die Tatsache, dass das kleine Mädchen überhaupt nicht beunruhigt zu sein scheint. Sie stürmt immer noch an der Theke vorbei, um an die Süßigkeiten zu kommen. Es macht den Eindruck, als sei sie so sehr in die Leckereien vertieft, dass sie nicht bemerkt, dass sie am Kinn getroffen wird. Und sie wird nicht das letzte Kind in diesem Film sein, dessen verbissenes Streben nach Süßigkeiten sie in Schwierigkeiten bringt. Willy Wonka und die Schokoladenfabrik ist zwar voll von den süßen Dingen des Lebens, hat aber auch mehr als einen Fehler unter der Verpackung versteckt. Und ein Kontinuitätsfehler in diesem Film bringt versehentlich ein ziemlich starkes Statement hervor. Als der unterernährte Charlie seinen wahrscheinlich allerersten Wonka-Riegel isst, sehen wir in einem Take, wie er einen Bissen nimmt, während sein Mund bereits voll ist. Doch im darauffolgenden Moment, nur ein paar Sekunden später, ist sein Mund völlig leer. Man kann nicht fast einen ganzen Schokoriegel in wenigen Sekunden verschlingen. Und schon gar nicht ohne eine Sauerei zu hinterlassen oder zumindest erst einmal wieder zu Atem kommen zu müssen. Auf den ersten Blick ist dies ein äußerst geringfügiger Kontinuitätsfehler. Und da es sich um einen Fehler handelt, der dem Publikum in einem alten Film aufgefallen ist, wurde er auch von niemandem, der mit dem Film zu tun hatte, als Fehler bezeichnet. Wir berufen uns hier einfach auf die Gesetze der Physik. Aber in diesem Sinne kann dieser Fehler durchaus als die magisch-realistische Sichtweise des skurrilen Films auf den Heißhunger von Charlie auf die allererste Kostprobe von Wonka-Schokolade in seinem verarmten Leben gedeutet werden. Die Anlage des Overlook Hotels in The Shining, Stanley Kubricks Verfilmung von Stephen Kings beunruhigendem Horrorroman, ist räumlich unmöglich. Wenn man versucht, das, was man im Inneren des Hotels sieht, mit dem, was man von außen sieht, in Einklang zu bringen, gibt es einfach keine Möglichkeit, das zu schaffen. Doch wenn man über die Geschichte selbst nachdenkt, entzieht sich alles an dem unheimlichen, scheinbar empfindungsfähigen Hotel der Logik und soll den Zuschauer und die Bewohner verwirren und langsam in den Wahnsinn treiben. Warum also nicht auch die Architektur selbst? Einige Leute behaupten, dass die Kulissen von The Shining viele unmögliche Details aufweisen. Von Fenstern, die es gar nicht geben dürfte, über Türen, die ins Leere führen, bis hin zu ganzen Zimmern, die unmöglich in das Hotel passen könnten. Andere hingegen sagen, dass dies alles Teil von Kubricks Genialität ist und dass das Hotel selbst eindeutig eine übernatürliche, verwirrende Kraft darstellt, die in vielerlei Hinsicht selbst eine Illusion ist. Das würde die berühmten Szenen, in denen Danny auf seinem Dreirad durch die verschlungenen Gänge des Hotels fährt, auf beunruhigende Weise neu interpretieren. Vielleicht fährt er in die Realität hinein und aus ihr heraus. Die selbstverliebte Cher, die dem Titel des Films Clueless alle Ehre macht, spricht den ganzen Film über Wörter falsch aus. Aber was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass die Schauspielerin Alicia Silverstone selbst diese Fehler beging. Immer wenn man sie ein Wort leicht falsch aussprechen hört, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um einen echten Fehler handelte. Nachdem Silverstone in der Debattierszene ein paar Fehler machte, versuchten Mitglieder der Clueless-Darsteller und der Crew, ihr zu helfen und sie zu korrigieren. Die Regisseurin Amy Heckerling forderte jedoch alle auf, sich zurückzuhalten. Sie war der Meinung, dass die falsche Aussprache von Haitianern als Haitians etwas ist, was Chers dusselige und selbstverliebte Figur auf jeden Fall tun würde. So, if the government could just get to the kitchen, rearrange some things, we could certainly party with the Haitians. Und sie hatte absolut recht. Chers falsche Aussprache dient als Vorbote für die Entwicklung, die sie im Laufe des Films durchmachen wird. Das heißt, von dem egoistischen, ignoranten Mädchen, das sie einst war, zu der gewissenhaften, fürsorglichen Person, zu der sie immer das Potenzial hatte. Und diese konkurrierenden Elemente wären ohne diese entzückenden Aussprachefehler nicht so gut zum Ausdruck gekommen. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.